Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Worum soll es heute gehen? Heute soll es darum gehen, wie wir in Minecraft Lags und also ein Ruckeln beheben, beziehungsweise einfach niedrige Framerate und auch Frame Drops beheben können. Das geht super einfach und das werde ich euch heute Step für Step zeigen. Bevor wir allerdings ins Video reinstarten, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich wirklich megamäßig, also wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach ein Like, Abo und Kommentar da lassen könntet. Ich bin nicht wie jeder YouTuber, ihr müsst euch einfach mal in meine Lage versetzen. Oder wie jeder YouTuber. Ich mache halt einfach Tutorial-Videos. Versetzt euch einfach mal in meine Lage, ihr würdet euch auch freuen. Genau. Also warum denn nicht? Klickt einfach mal auf die Buttons und lasst ein kurzes Kommentar da. Jetzt starten wir direkt ins Video rein. Wie beheben wir das Ganze, dass das Ganze ruckelt oder laggt oder was auch immer? Gehen wir einfach mal in den Minecraft-Launcher. Gehen auf Schließen, das ist jetzt. Hat nichts damit zu tun. Und dann gehen wir jetzt hier auf, also wir starten natürlich hier ganz normal in dem Screen rein und dann wollen wir einfach mal auf die Installationen wechseln und dann auf die beliebige Version, die wir eben spielen wollen. Sorry. Wählen wir die, also müssen wir entscheiden, welche Version wir eben spielen wollen. Das können wir nur einzeln festlegen. Deswegen wählt einfach eine aus und dann klicken wir hier auf die drei Punkte rechts und dann klicken wir auf Bearbeiten und dann auf mehr Optionen. Und dann hier unten steht vielleicht, also hier unten steht dann wahrscheinlich bei euch 2 oder 4. Und das setzen wir dann einfach auf, kommt natürlich darauf an, wie viel RAM wir haben. Das schauen wir uns einfach mal an. Wir gehen erstmal in den Task Manager, gehen jetzt auf Leistung hier und schauen uns an, wie viel Arbeitsspeicher wir haben. In meinem Fall sind das jetzt hier 16 GB. Nicht wundern, warum das Ganze so ausgelastet ist. Ich habe zwei verschiedene Benutzer laufen, deswegen ist das Ganze so ausgelastet. Aber bei 16 GB können wir bedenkenfrei 8 GB verwenden, bei 8 GB bedenkenfrei 4 und so weiter. Das heißt, ich kann jetzt hier 8 GB verwenden. Diese JVM-Argumente in der vierten Stelle heißt einfach, wie viel Gigabyte in einer einzelnen Zahl Minecraft zugeordnet werden sollen, beziehungsweise der Version, wenn wir das Ganze starten. Und dann klicken wir einfach auf Speichern, um das Ganze zu bestätigen. Und dann können wir das Ganze auch schon starten. Einfach auf Spielen drücken. Und dann sollte sich das Ganze einwandfrei starten und das Ganze auch ohne Lags und ohne Ruckeln einwandfrei spielbar sein. Das schauen wir uns auch noch mal kurz an, gehen in eine Welt rein. So, jetzt seht ihr kurz nichts. Jetzt solltet ihr wieder was sehen. Dann gehen wir einfach mal in eine Welt rein, testen das Ganze aus kurz. Und wir sind drinnen. Es funktioniert einwandfrei. Wir haben die höheren Gigabyte optimal zugewiesen und können jetzt ganz ohne Lags und ohne Probleme Minecraft zocken. Genau. Jetzt wünsche ich euch auch schon viel Spaß mit Minecraft. Hoffe natürlich, dass das Ganze bei euch funktioniert hat. Wenn das so ist, zeigt es mir gerne mit einem Like, Kommentar, Abo. Wenn nicht, könnt ihr gerne auch in meinen Kommentar schreiben. Dann bin ich immer gerne da, euch weiterzuhelfen. Ja. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Ciao Leute, pfiat euch und baba.